So, in diesem Video schauen wir uns das Thema der Risikoaversion nochmal beispielhaft an. Alle Formeln, die in dem Skript standen, die abstrakten Formeln, stehen hier unten nochmal. Das ist jetzt während des Videos nicht nochmal nachschlagen müssen. Und das Beispiel, das wir uns konkret anschauen, auch grafisch, ist, dass eine Entscheiderin eine bestimmte Nutzenfunktion hat, nämlich Wurzel von x. Das ist ein ganz klassisches Beispiel für eine konkave Nutzenfunktion. Und es geht hier darum, die Lotterie L ist gleich 1,549 zu beurteilen. Das ist nichts anderes als eine unsichere Situation, bei der mit einer Wahrscheinlichkeit 1,5 das Ergebnis 1 eintritt und mit Wahrscheinlichkeit 1,5 das Ergebnis 49. Noch konkreter ausgedrückt, wir werfen in dieser Lotterie eine Münze und bei Zahl erhalten wir 49 Euro, bei Kopf erhalten wir nur 1 Euro. Ich kann ja nochmal hier, das ist ungefähr unsere Wurzelfunktion. Und wir hätten dann eben hier, das ist alles nicht maßstabsgetreu, das wissen Sie hoffentlich. Das hier wäre der Wert 1 und hier ganz oben irgendwo wäre der Wert 49. Und da können wir jetzt einfach die verschiedenen Konzepte durchgehen, die wir kennengelernt haben. Erstmal der Erwartungswert des Ergebnisses. Der beträgt hier 25. Der Erwartungswert des Ergebnisses, das ist nichts anderes als der durchschnittliche Gewinn, den wir erwarten könnten, wenn wir die Lotterie immer und immer wieder wiederholen könnten. Also E von x ist der Ergebniserwartungswert, ist nichts anderes als der Durchschnitt, den wir hier objektiv erwarten. Also mit Wahrscheinlichkeit 1,5 kriegen wir 1 und mit Wahrscheinlichkeit 1,5 kriegen wir 49. Macht zusammen 25. Das wäre dann ziemlich genau in der Mitte hier. Und der Nutzen, den wir eben daraus ziehen, oder den die Entscheiderin mit dieser Nutzenfunktion daraus zieht, der ist eben hier. Das sind Wurzel von 25, also 5. Okay? Ich wiederhole es nochmal, der Ergebniserwartungswert ist der durchschnittliche Gewinn, den wir erwarten können, wenn wir diese Lotterie immer und immer wieder spielen könnten. Aber in einer konkreten, riskanten Situation hilft uns das normalerweise nicht, weil wir ja, wenn wir die Münze werfen, haben wir ja entweder 1 oder 49. Also ist diese 25 nur hypothetisch oder wenn wir das Spiel eben ganz oft wiederholen würden. Genau. Eine risikoneutrale Entscheiderin, die wäre genau indifferent zwischen der Lotterie, wie sie hier steht, und einer sicheren Zahlung von 25. Ja, das wäre genau der Punkt, wo die risikoneutrale Entscheiderin indifferent ist. Da wir aber eine risikoaverse Entscheiderin uns anschauen wollen, wissen wir, dass die Entscheiderin die sichere Zahlung vorzieht gegenüber der Lotterie. Wir müssen jetzt nur noch genau festhalten, mathematisch und grafisch, wie sehr sie das tut. Dazu brauchen wir den Nutzenerwartungswert. Der Nutzenerwartungswert ist der Erwartungswert, wenn wir die einzelnen unsicheren Ergebnisse, hier also 1 und 49, mit der Nutzenfunktion bewerten und einen gewichteten Durchschnitt eben da rausrechnen mit den Wahrscheinlichkeiten. Im Endeffekt der durchschnittlich erwartete Nutzen dieser riskanten Lotterie. Und wenn wir das eben ausschreiben, E von U von x, das war die allgemeine Formel, dann haben wir eben 1,5 mal Wurzel 1 plus 1,5 mal Wurzel 49. Und Sie sehen, das Zahlenbeispiel ist hier natürlich so konstruiert, dass es schön aufgeht, nämlich dann 1,5 plus 1,5 1 plus 1,5 7 macht zusammen 4. Und das wäre dann eben hier, weil das eben ein Nutzenwert ist. Hier. Und wie Sie sehen können, dieser Nutzenerwartungswert ist eben, wenn wir hier diese Wurzelfunktion als Nutzenfunktion annehmen, ist geringer als der Nutzen aus dem durchschnittlichen Gewinn. Das ist eben, das muss so sein, das ist per Definition so bei einer risikoaversen Nutzenfunktion, bei einer Entscheiderin, die risikoavers ist. Also das ist ein gutes Kontrollkriterium, auch wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Klausuraufgabe rechnen. Wenn Sie wissen, jemand ist risikoavers, dann muss das rauskommen, dass der Nutzenerwartungswert geringer ist als der Nutzen des Ergebniserwartungswertes.
Und wenn wir diesen Nutzenwert von 4 jetzt aber wieder zurückverfolgen auf die x-Achse, erhalten wir einen bestimmten Ergebniswert. Und diesen Ergebniswert nennen wir Sicherheitsäquivalent. Und das Sicherheitsäquivalent ist das sichere Ergebnis S, welches uns den gleichen Nutzen gibt wie der eben berechnete Nutzenerwartungswert. Und um da auf die Zahl zu kommen, müssen wir eben rechnen wir halt, dass es, um auf das S zu kommen, rechnen wir halt die Nutzenfunktion, also das S, für das gilt, dass U von S gleich 4 ist. Okay, weil da muss ja 4 am Ende auf der Nutzenachse rauskommen. Das ist nichts anderes, als wenn wir schreiben, Wurzel S ist gleich 4 und das ist nichts anderes, als wenn wir schreiben, S ist gleich 16. Okay. Und das quetsche ich mal hier unten hin. Und natürlich können wir das hier auch ganz allgemein am mathematisch natürlich noch so schreiben. S ist gleich die Umkehrnutzenfunktion des Nutzenerwartungswertes. Nee, dann machen wir mal hier so. So, und dann fehlt noch die letzte Klammer. Hier. Das ist die Umkehrfunktion. Das ist einfach nur dieser Schritt hier, dass wir eben von diesem, das Wurzel S, da, dass wir da die Wurzel weggemacht haben. Ne? Und das machen wir eben mit der Umkehrfunktion. Das ist hier nichts anderes als das Quadrieren. So, dieser Wert 16, ich sag's nochmal, ist das Sicherheitsäquivalent und das ist das sichere Ergebnis S, welches der Entscheiderin den gleichen Nutzen gibt wie der Nutzenerwartungswert. Und das ist auch für die Aufgaben, die Sie rechnen und für die Klausuraufgaben, die Sie rechnen, ein ganz wichtiger Hinweis. Ganz oft sollen Sie dann rauskriegen, ob sich für die Entscheiderin mit einer bestimmten Nutzenfunktion die riskante Option mehr lohnt oder eine sichere Option. Und da müssen Sie einfach sicher gehen, dass Sie entweder auf dieser Ebene vergleichen, die beiden Optionen, also auf der Nutzenebene oder auf der Ergebnisebene. Ne? Also hier könnte man die 16 mit den 25 vergleichen, aber nicht die 16 mit den 4 oder mit den 5, sondern nur die 5 mit den 4 jeweils untereinander. Einfach darauf achten, dass Sie die gleichen Einheiten haben. So, als letztes Konzept haben wir dann noch die Risikoprämie. Und das ist grafisch gesehen der Abstand zwischen dem Sicherheitsäquivalent und dem Ergebniserwartungswert. Also hier das. Und das nennen wir Lambda. Und wenn wir die Werte hier in die Formel für die Risikoprämie einsetzen, also die Formel allgemein war ja Lambda ist gleich Ergebniserwartungswert minus Sicherheitsäquivalent. Die Werte haben wir. Ergebniserwartungswert hier war 25. Das S war 16. Dann haben wir hier die Risikoprämie in Höhe von 9. Und die Interpretation ist eben, dass es der Betrag, den die risikoaverse Entscheiderin hier höchstens als Abschlag in Kauf zu nehmen bereit wäre, um das Risiko der Lotterie zu vermeiden. Und Risikoprämie, ein Beispiel aus der Realität ist natürlich die Versicherungsprämie. Vielleicht haben Sie auch schon die eine oder die andere Versicherung, wenn Sie noch nicht, wenn Sie nicht mehr komplett bei Ihren Eltern mitversichert sind. Der risikoaverse Versicherungsnehmer möchte für ein bestimmtes Risiko vermeiden und zahlt der Versicherung eine bestimmte Prämie, damit sie das Risiko übernimmt. Und die Höhe dieser Prämie ist maximal die hier in der Grafik eingezeichnete Risikoprämie. Warum höchstens und nicht genau? Naja, der Vertrag zwischen Versicherung und Versicherungsnehmer ist ja ein Stück weit Verhandlungssache und hängt auch davon ab, ob sich diese Versicherung im Erwartungswert für die Versicherung, also den Versicherungsgeber, rechnet.